Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lost Ark. Wir werden uns jetzt mal in das neue Gebiet begeben, in den Klagesumpf. Und da werden wir mit Levi sprechen. Hier habe ich mal gearbeitet. Mein Beileid. Es ist der einzige Ort in Phaeton, an dem es jede Menge Nahrung gibt, die gut genug zum Essen ist. Natürlich muss alles verschiedene Verfahren durchlaufen, bevor wir es essen können. Aber immerhin. Du könntest dich vergiften, wenn du nicht aufpasst. Also gib gut Acht. Nun beeilen wir uns und schauen, ob es etwas gibt, wobei wir helfen können. Nun gut, dann wollen wir gleich mal los. Flitzen. Was ist das hier schon wieder? Schon wieder eine komische Pflanze. Ja, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Dahin, da so. Oh, dann gut. So, warte mal. Ey. Gut. Das wollte ich hören. Ihr Fremden habt kein Recht. Tyrion, bleib ganz ruhig. Wir sind Freunde. Okay, nehmen wir mal Tyrion. Levi, dieser Dummkopf. Passt nur auf, dass ihr nichts kaputt macht. So oder so, ihr sagt, ihr seid gekommen, um zu helfen. Und es ist nur richtig, wenn ich mich bedanke. Schließlich gibt es immer eine Menge Arbeit und nie genug Hände. Das ist immerhin ein großer Wald. Wir beobachten die Delane, die verletzlich sind gegenüber der Verderbnis. Und beschützen unsere Leute vor den Bedrohungen durch die Abtrünnigen. Es wird einige Zeit dauern, bis ihr unsere Kultur versteht. Also werde ich euch zunächst einfache Aufgaben geben. Bereitet für den Anfang etwas Fleisch vor und bringt es in das Nahrungslager. Okay. Tyrion ist toll. Ich habe die leichteste Aufgabe. Verglichen mit dem Sammeln von Wakanda-Fleisch oder dem Vertreiben der Abtrünnigen, das ist eine große Sache. Zunächst mal musst du kreativ Touren finden, die man essen kann. Was bedeutet, sie sollten nicht giftig sein. Die Guma sind die sicherste Lösung. Ihr Geruch kann dir die Nasenhaare absengen, aber sie werfen das meiste Fleisch ab. Bereite das Fleisch vor, dann treffe ich dich wieder hier. Okay, was soll ich jetzt? Die Sumpfwesen sind giftig. Pass auf, wo du hintrittst. Beschaffe Fleisch von den Kreaturen im Sumpf. Zerteile Fleisch aus dem mutierten Wald Tiguma. Okay. Warte mal. Alles klar, ja, wir kommen. Okay, das war schon. Ich wollte mal so einen Pilz hier mal einsammeln hier. Clownpilz. Also gut.
kann ich gar nicht einsammeln. Es ist mal zur Abwechslung mal wieder mal schön, Wesen hier zu haben, die man zwar töten kann, die mich aber nicht angreifen, sobald sie mich sehen. Hier, hier drüben. Hast du diese Kräuter schon mal gesehen? Damit wird die Wirkung von Gift unterdrückt. Warum schnappst du dir nicht mal aus, schnupperst du nicht mal aus der Nähe daran? Du wirst, so wirst du alle Giftstoffe los, die du unwissentlich eingeatmet hast, als du durch den Wald gegangen bist. Ich weiß, lass uns ein paar Kräuter sammeln und ins Nahrungslager bringen. Kann ich das? Soll das Essen sein? Nein. Hier. Ich habe etwas Wasser mitgebracht. Normalerweise nehmen wir das in Dämmungskräuter gehüllte Fleisch und lassen es einen Tag lang einweichen, bevor wir es für einen weiteren vollen Tag an einem schattigen Ort legen. Der nächste Schritt besteht darin, Gewürze darauf zu streuen, um es den Moschusduft zu betünchen. Dann lassen wir es noch 2 Tage ziehen, bis das Fleisch endlich essbar wird. Glaube mir, wenn ich sage, dass dies der einzige Ort in Phaeton ist, an dem man in so kurzer Zeit Essen zubereiten kann. Erstaunlich, oder? Auf jeden Fall. Ja, oder? Hehehe. Wenn mit diesem Nahrungsmittellager irgendwas passiert, werden die Menschen in Kalaya keine Woche überleben. Ich weiß, es ist ein langer, langweiliger Prozess, aber wir haben es als unsere Verantwortung übernommen. Auf jeden Fall möge jeder sein Bestes geben. Also machen wir uns an die Arbeit mit dem Fleisch, das du mitgebracht hast. Kannst du mir helfen, das Fleisch mit den speziellen Kräutern zu entwickeln? Stell dir vor, du würdest das für deine Familie kochen. Es muss einen Tag in Wasser eingelegt werden, ehe es genießbar wird. Das zubereitete Fleisch wird an der Seite gelagert. Bringen wir es hierher. Warum meldet sich keiner der Wakonda-Reisenden bei uns? Oh, du musst der Fremde sein, den Levi mitgebracht hat. Danke, dass du uns eine helfende Hand reichst. Die können wir wirklich gut gebrauchen. Uns fehlen mehr Hände denn je und eine Gruppe zog auf eine Mission los, von der sie noch nicht zurückgekehrt ist. Wir können niemanden entbehren, um Rationen an den Wachposten zu liefern. Okay, ich will! Nimm mich! Nimm mich! Das ist doch in Ordnung für dich, oder? Es ist nervig, aber eine tolle Erfahrung. Ich trage die Nahrung, dann treffen wir uns am
Wachposten. So, und der ist... Ah ja, das ist... Na, gut. Es ist nicht viel für euch da, Wolfe. So. Sei nicht dumm. So, bevor wir es auch mit Vivi reden... Oh, du bist es. Wir haben hier nicht genügend Avesta-Mitglieder. Schau dir all die Leute an, die einfach nur rumstehen, weil es nicht läuft. Könnte ich dich bitten, ein paar Früchte für mich zu pflücken? Schau einfach, ob du in der Nähe ein paar rote Klippenkräuter finden kannst. Sie tragen kleine Früchte. Aber sei gewarnt. Denke nicht einmal daran, die Früchte zu probieren. In Ordnung? Okay. Du bist also der Fremdling, der zu den Avesta möchte. Danke, dass du uns hilfst. Uns gehen die roten Früchte aus, die die ganzen neuen Delane in... Da die ganzen neuen Delane ins neue Dorf kommen. Warum hilfst du uns nicht, ein wenig Gift zu brauen, während du hier bist? Gift? Warum Gift? Guck nicht so überrascht. Die roten Früchte, die du gesammelt hast, stecken voller starkem Gift, die einen Beobachter im Handumdrehen töten könnte. Es wächst so schnell, dass du wahrscheinlich tot wirst, bevor du auf den Boden aufschlägst. Für wen ist es? Das Gift ist für uns. Ist doch offenkundig. Ist das nicht offenkundig? Wir, Delane, müssen eine Entscheidung treffen, bevor wir in der Verderbnis komplett... Wir der Verderbnis komplett anheimfallen. Schützen wir unsere Seelen und setzen unserem Leben durch eigene Hand ein Ende oder tun wir nichts und verlieren uns in der Verderbnis? Da unten gibt es ein kleines Dorf, in das jeder eingesperrt werden soll, der auch nur das kleinste Anzeichen von Verderbnis zeigt. Die Verderbnis könnte jeden Augenblick die Oberhand gewinnen. Darum geben wir ihnen eine Wahl. Sie können sich dazu entschließen, ihrem Leid ein Ende zu setzen und mit Würde zu sterben, wenn sie fühlen, dass das Ende naht. Alle Avesta-Agenten halten zu diesem Zeitpunkt eine rote Frucht bereit. Wir wissen, dass diese Arbeit bedeutet, jederzeit verderbter Energie ausgesetzt sein zu können. Und wenn du es schaffst, den Avesta beizutreten, würdest du das Gleiche tun. Nein, würde ich nicht. Gut, stelle Gift am Apothekertisch her. Uns nur noch etwas Zeit. Bitte richte ihnen aus, dass ich nicht vorhabe, zur Last zu werden, indem ich mich verderben lasse. Geh bitte in die Siedlung, wenn du die Medizin hast. Wie fühlt es sich an, Gifte zu brauen?
Ich habe hier mein ganzes Leben verbracht, aber ich werde nie das Gefühl vergessen, als ich das Gift zum ersten Mal herstellte. Nun werde ich die Anpassung vergessen, die ich spürte, als ich es erhielt. Die Anspannung, nicht die Anpassung, die Anspannung vergessen. Ha! Es ist zwecklos, darüber lange nachzugrübeln. Es ist Zeit für uns, Nahrung zum Dorf zu schicken. Die Toten haben keinen Appetit mehr, aber die Lebenden müssen immer noch essen. Dir begegnen auf dem Weg dorthin vielleicht verderbte Delaine, die aus dem Dorf geflüchtet sind. Du würdest ihnen einen Gefallen tun, wenn du ihr Leben beendest. Also bereite ihnen ein Ende, sammle alle Chaosscherben, die du findest, und gib sie Kaelin. Kaelin teilt die Nahrung in Rationen. Okay, so, wo muss ich denn da jetzt entlang? Okay. So, warte mal. Okay, ich helfe kurz. Okay, warte mal. Sammle Couch. So, wo ist denn jetzt? Ups. Ah, da unten. Gut. Chaos-Scherben. Die sollte ich Lucia schicken. Oh, du bringst die Nahrung ins Dorf? Gut, nimm dir einfach eine der Kisten da drüben. Ich denke, die eine Kiste wird nicht ausreichen. Mir ist egal, was du denkst. Tu, was ich dir gesagt wird. Eine Kiste ist mehr als genug. Es ist ja nicht so, als würden sie lange durchhalten. Tu nicht so, als wären sie schon tot. Erinnerst du dich an die Gesichter der verderbten Delaine, die du getötet hast? Einer davon war mein Bruder. Oder jemand, den ich mal Bruder nannte, bevor die Verderbnis von ihm Besitz ergriff. Gestern ist er ausgerastet. Er wurde fast wild. Heute ist von ihm nur noch eine Chaosscherbe übrig. Mein herzliches Beileid. Die vom Chaos verschluckt werden, sind bloß Dämonen. Für mich ist es viel wichtiger, die Überlebenden zu beschützen. Und leider sieht die Wahrheit so aus, dass es einfach nicht genug Nahrung für all die hungernden Überlebenden in der Stadt gibt. Verstehst du jetzt? Nun nimm eine von diesen Kisten und geh. Eine unheilvolle Energie. Etwas Dunkles und Bösartiges. Im Ernst? Was bringt das Ding? Wie wollen sie nur mit einer Kiste über die Runden kommen? Ich wette da, das ist alles, was Kaelin dir gegeben hat, oder? Wer hätte das gedacht? Tja, bringe sie ihnen. Ein wenig ist besser als gar nichts. Ich warte hier.
Vielen Dank. Jemand ruft dich. Ignoriere es einfach. Bruder. Okay. Wovon redest du? Ich stell mich nicht dumm. Lass uns schnell zurückgehen und mit Kaldor sprechen. Ich werde ihm alles erzählen, was du für uns getan hast. Los geht's. Ach, da hinten ist er ja wieder. Da hinten, gut. Ich habe von Levi gehört. Du hast einen Haufen verschiedener Aufgaben in der Umgebung des heulenden Waldes erledigt. Sogar die nicht so glanzvollen. Du solltest auf dem inneren Kontinent recht berühmt sein. Die Jagdgruppe, die in Wakondas Sumpf geschickt wurde, hat einen Hilferuf ausgesendet. Kannst du dich dorthin begeben und herausfinden, was vorgefallen ist? Ich glaube, das kann ich, ja. Wakondas Sumpf? Selbst ich bin noch nie dort gewesen. Wakonda ist eine sehr wichtige Nahrungsquelle für Delaine. Sein Fleisch enthält eine Substanz, die bei der Verdauung Antikörper gegen einige Gifte erzeugt. Das Monster namens Wakonda ist auch dahingehend besonders, dass es kontinuierlich alle Körperteile regeneriert, die es verloren hat. Interessant, was? Aber der Kampf gegen das Monster ist keine leichte Aufgabe. Dieses Mal führte Neva die Jagdgruppe an. Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Lass es uns herausfinden. Okay, so, wo muss ich denn jetzt da... So, wo ist denn jetzt das Gebiet? So, warte mal. Sprich mit Vivi. Ach, jetzt muss ich wieder zurück in den Klagesumpf. Ah ja, da. Okay, gut. Also, ich bin jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.